Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi und ja, wieder aus dem Urlaub zurück und jetzt kann es losgehen. Weihnachten rückt immer näher, aber zuerst kommt Halloween und da habe ich mir gedacht, besser gesagt, einen Vorschlag aus dem Discord. Ich wollte ja wieder eine Challenge machen und da hieß es, ja Willi, mach doch mal eine Challenge für Halloween. Ja? Und da habe ich mir gedacht, gut, das ist ja gar keine schlechte Idee. Dann machen wir das auch so und ich muss auch diesmal sagen, für alle, die es eigentlich gewohnt sind, dass es was gibt, ja, wird dies wirklich eine Challenge, wo jeder mitmachen kann, also jeder YouTuber, alle aus dem Discord, aber dass ich auch mal hier mal für meine Leute, weil die immer sagen, ja, bei den Challenge können wir ja nicht mitmachen, wenn es Preise gibt oder sowas, können auch hier meine Admins und Moderatoren mitmachen, also jeder. Ja? Und deswegen fordere ich euch auf, so Halloween Challenge. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass alles rund um Halloween umso gruseliger, vielleicht auch für Kostüme, keine Ahnung, oder Technik, alles ist erlaubt. Lasst euch originell was einfallen. Ja? Vielleicht muss es ja noch nicht mal was Neugedrucktes sein, was ihr schon gedruckt habt. Also alles ist drin, alles ist offen. Wie machen wir das? Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir Folgendes machen. Ihr habt ja wieso das härteste, die härteste Jury. Ja, das ist hier über YouTube. Und da man ja auch aus Erfahrung lernt, wie bei der letzten Challenge, da gab es ein bisschen Disput mit diesen Pfoten. Und wir werden das dann so machen. Ich werde alles zeigen, was reinkommt, ja, von euch, alle Ideen. Werde dann praktisch ein Video machen, wo dann gefotet wird und diesmal ist es so, vielleicht könnt ihr auch noch mal jetzt in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Es ist folgendermaßen ja so, dass welche gar nicht bei YouTube sind, sondern so reingucken können und die können nicht foten, also ein Like geben. Man kann das dann mit Kommentaren machen und dann werde ich das wirklich so machen, dieses Foto, dass man sagt dann Hashtag, der Name von euch und somit ist die Option gegeben, wirklich, dass jeder voten kann für denjenigen. Das ist so mal das Neue, was ich machen möchte, war beim letzten Mal ein bisschen verwirrend, kam aber auch da der Vorschlag, viele wollen voten, können aber nicht, weil sie nicht bei YouTube angemeldet sind, ja, und möchten aber gerne abstimmen. Gut, somit glaube ich, haben wir da eine Lösung gefunden. Nochmals, jeder kann mitmachen, ich fordere euch auf, individuelles oder wirklich was Tolles für Halloween. Ja, Thema Halloween, ganz groß, gruselig soll es sein. Ja. Kann auch komplettes Kostüm sein, was ihr druckt. Ja. Ist alles möglich. Aber auch sonst das, was man so auf den normalen Plattformen findet. Wir zeigen eure Motive hier auf YouTube und lassen dann praktisch die über YouTube das voten. Ja, und dadurch ermitteln wir dann den Gewinner. Wie gesagt, diesmal gibt es keinen Preis. Aber ich sage, eure Druckerehre ist hier gefordert, ja, und es soll ja auch Spaß machen und ich hoffe, dass viele mitmachen werden. Schreibt mir, wie ihr die Idee findet, unten in die Kommentare. Natürlich für Lob und Kritik bin ich immer offen, ja, und ja, mich freut es, dass ich wieder vom Urlaub zurück bin. Jetzt werden wir starten. Ihr seht hier hinten noch unaufgeräumt, ja, liegt noch alles rum, jetzt geht es wieder los. Ich habe da einiges, was ich noch abfilmen muss. Also seid gespannt, was kommen wird. Bis dahin freue ich mich. Einsendung. Schluss ist dann der 25. Oktober. Dann werde ich alles in einem Film zusammenschneiden, euch vorstellen. Ihr könnt ein Video machen oder nur ein Bild schicken. Egal, ich werde es vielleicht kurz ein bisschen kommentieren. Und wo ihr das hinschicken sollt, zeige ich euch hier an dieser E-Mail bitte, ja, die Bilder oder Videos. Wenn die Videos größer sind, machen wir das wie immer über WeTransfer. Schickt mir dann den Link, dann lade ich es runter.
Und gut ist halt immer, wenn ihr dann bei WeTransfer auch euren Namen, Alter wäre interessant und mit was ihr das gedruckt habt, also welchen Drucker und was für ein Filament. Das werde ich dann alles erwähnen und eure Sachen hier zeigen. Gut, natürlich, der Gewinner wird dann auch auf meiner Webseite, wie bei allen Challenges, aufgeführt werden. Es soll, wie gesagt, es gibt einen ersten Platz, zweiten Platz und dritten Platz. Wichtig, es gibt leider nichts zu gewinnen, denn dadurch, dass meine Leute auch mitmachen können, möchte ich diesmal das offen halten und nicht, dass es heißt, oder, der hat gewonnen, weil er in deinem Team ist. Ja? Okay, ich bin mal gespannt, ob welche mitmachen werden, wie viele mitmachen werden, was ich eingesendet bekomme. Also, Thema Halloween, das war's, euer Willis 3D-Druck. Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich riesig freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und für die, wo mich noch nicht kennen, würde ich mich freuen. Schaut mal bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr bestimmt das eine oder andere interessante Video für euch. Bis dahin, ciao, euer Willis 3D-Druck.